Wir werden erwachsen. Und viele andere brauchen ja erstmal einen Kaffee, um überhaupt aufstehen zu können. Ich dachte, ich gehe mal auf meine Fitnessroutine ein. Ja, eigentlich wissen wir alle, es sind die Prioritäten, die man setzt. Dunkel, laute Musik und alle schwitzen zusammen. Ich bin noch nicht davon weggekommen. We go! Gym. Von meiner guten Freundin Zara. Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin Sophia und ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen, zeigen, was ich mache und ich werde euch auch ein Fitness-Update geben. Also ich werde euch einen Einblick in meine aktuelle Fitnessroutine geben. Das fanden einige sehr interessant. Ich habe jetzt erstmal hier meinen Kaffee gemacht, wie ihr gesehen habt, und habe hier ein Glas Wasser. Und meine Supplements. Eigentlich habe ich auch noch Greens, aber die sind gerade leer. Das muss ich tatsächlich noch bestellen. Nicht wundern, ich muss eh noch sehr, sehr viele an der Wohnung machen. Deswegen ist ja auch noch kein Umzugsvlog angekommen, weil hier sind überall noch so Umzugskartons. Und ja, wundert euch einfach nicht. Ich hatte so wenig Zeit, irgendwas an der Wohnung zu machen. Deswegen habe ich nur die ganz Basics bisher gemacht. Kaffee ist schon echt was Tolles. Ihr wisst, ich liebe ja auch Matcha, aber ich brauche beides. Ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht entscheiden. Den trinke ich jetzt erstmal, dann mache ich meine Skincare, mache ich mich ready. Madeline und ich filmen heute Content im Gym. Das heißt, es wird dann erstmal ins Fitnessstudio gehen, wenn es noch hoffentlich ein bisschen leerer ist. Heute steht mein Oberkörpertraining an. Dann werden wir wahrscheinlich in ein Café gehen und da noch arbeiten. Ich arbeite ja die ganze Zeit an einem Projekt. Da kann ich euch leider noch nicht so viel zeigen, aber bald wird das Ganze endlich aufgelöst. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Herzlich willkommen in meinem Badezimmer. Es ist jetzt 8.35 Uhr. Also ich muss sagen, ich mache mich eigentlich eher früher ready oder bin schon früher aus dem Haus, weil ich ja auch morgens öfter so Cycling-Classes habe oder so. Die buche ich meistens so gegen 8. Ich hatte auch mal eine um 7, aber oh, das war schon echt. Ich kann ja meinen Tag sehr, sehr frei gestalten und auch meine Arbeitszeit einfach komplett selber einteilen. Deswegen liebe ich das. Manchmal auch meinen Tag ein bisschen später zu starten. Auch wenn ich eher ein Fan davon bin, so möglichst viel früh reinzupacken, weil man dann nachmittags einfach noch Zeit hätte, was mit Freunden zu machen. Also ich habe aktuell gerade tatsächlich nicht die feste Morgenroutine, obwohl ihr wisst, dass ich ja eigentlich so Morgenroutinen und Abendroutinen und sowas liebe. Aber ich muss jetzt erstmal so ein bisschen schauen, besonders weil ich auch die ganze Zeit unterwegs war. Also es gibt irgendwie gerade keine Woche, wo ich die ganze Zeit zu Hause bin. Deswegen sieht meine Wohnung ja auch immer noch so ein bisschen chaotisch aus. Ein bisschen sehr. Ich benutze jetzt hier so einen Ice Roller. Den habe ich mir einfach auf Amazon bestellt und ich finde, morgens im Sommer ist das einfach richtig schön. Oder jetzt auch im Frühling. Vor allem habe ich mit Pollenallergie zu kämpfen und ich merke das manchmal richtig doll, dass mein ganzes Gesicht und meine Augen einfach so richtig puffy sind oder rot oder jucken. Und da finde ich das immer ganz angenehm, so einen Ice Roller zu benutzen. Eigentlich können wir parallel auch schon mal anfangen, so meine Skincare-Sachen einzupacken. Ich muss erstmal gleich Kontaktlinsen reinmachen. Ich sehe euch gar nicht. Eigentlich war der Plan, mit Handgepäck zu fliegen, aber meine Kontaktlinsenflüssigkeit, das sind 360 Milliliter. Ich habe mir letztens hier so einen Haarreif geholt, so einen Skincare-Haarreif. Ich finde es immer voll süß in den TikToks. Eigentlich fand ich den erst super hässlich und jetzt habe ich ihn so oft gesehen, dass ich es irgendwie cute fand. Das ist Frauenlogik. Ich habe jetzt als erstes ein Vitamin-C-Serum, das benutze ich immer morgens. Schaut mal, wie schön glowy meine Haut jetzt aussieht. Richtig gut. Also ich muss sagen, ich bin so happy, dass meine Haut jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich Akne gehabt habe. Und man sieht auch immer noch so ein paar Narben. Hier unten natürlich ist gerade so ein bisschen was los. Ich glaube, das liegt einfach so am Stress und noch an dem ganzen Umzugskram und so. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, was ich alles gemacht habe. Und vielleicht noch auf ein paar Produkte und Inhaltsstoffe eingehen, die mir geholfen haben. Aber das würde jetzt heute das Video sprengen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Make-up drauf, weil wir im Studio auch filmen werden und dann packe ich schon meine Tasche. Das
hier ist mein Make-up. Ein schöner, natürlicher Look. Ich mache jetzt noch Setting Spray drauf. Und dann mache ich mir erstmal Frühstück, damit ich das auch nicht direkt vor dem Training esse. Das hier ist jetzt mein Frühstück. Ihr kennt es schon von Instagram. Ich esse aktuell immer noch Bagel. Also ich bin noch nicht davon weggekommen. Ich liebe sie einfach. Bagel mit Avocado, Ei und es gibt doch ein Change. Ich habe hier Ziegenfrischkäse. Finde ich auch mega lecker. Dann habe ich hier noch einen Ingwer-Shot. Den habe ich gestern auf einem Event bekommen, wo ich war. Ein Pilates-Event. Das war auch richtig cool. Oh, der riecht auf jeden Fall schon mal scharf. Super. Kennt ihr das, wenn ihr euch die Zähne geputzt habt und dann habt ihr noch so Zahnpasta-Geschmack im Mund? Das ist gerade so. Ich weiß auch nicht, warum habe ich mir erst die Zähne geputzt und dann esse ich. Eigentlich esse ich erst und dann putze ich mir die Zähne. Super, hier ist einfach direkt so. Ich glaube, es ist kein Deo, sondern ich glaube, es ist Bodylotion. Ich habe gestern so eine Körperbutter drauf gemacht. Muss ich gleich erstmal wegmachen. Das hier ist mein heutiges Outfit. Ich liebe ja einfach so Basics. Schwarz-Weiß, das geht immer. Dann brauchen wir Socken. Okay, ich finde irgendwie nur Rest-Day-Socken, die gerade zusammenpassen. Deswegen ziehe ich einfach die an. Ich glaube, ich muss unbedingt heute auch so meine Socken waschen und sowas. Ja, Rest-Day-Socken halt. Ich habe doch noch Back-Day gefunden. Das passt auf jeden Fall besser zu unserem Oberkörpertag. Ich bin jetzt soweit gym-ready. Ich lasse meine Haare jetzt doch noch im offenen Zopf. Ich wollte die erst flechten, aber ich glaube, so finde ich das doch ein bisschen besser heute. Und ich habe jetzt schon meine Sporttasche hier gepackt. Ich packe gleich noch meinen Laptop ein und so, weil Madeline und ich danach gleich noch in ein Café gehen. Oh mein Gott, ich sehe gerade einfach, dass meine Jeanshose kaputt ist. Oha, das ist gerade meine Lieblingsjeans. Ich frage mich auch immer wieder, welche Kopfhörer ich benutze. Und ihr wisst ja, ich habe auch solche fetten Over-Ear-Kopfhörer. Aber für den Sport finde ich das manchmal ein bisschen unangenehm. Weil die bei mir sehr doll rutschen tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Kopf los ist. Und manchmal ist es auch ein bisschen schwer. Deswegen bin ich richtig froh, dass ich diese hier gefunden habe. Und zwar sind das die X20 Sportkopfhörer von Soundcore. Ich zeige euch die gleich beim Sport noch ein bisschen genauer. Aber erstmal haben wir hier auch eine sehr, sehr nice Case. Mit der Case zusammen habt ihr 48 Stunden Akkulaufzeit. Und ohne die Case, also nur die Kopfhörer, haben 12 Stunden Akkulaufzeit. Sehr, sehr gut, weil ich gehöre zu den Menschen. Ich vergesse auch gerne mal, meine Kopfhörer aufzuladen. Das Coole ist, dass die hier so einen Bügel haben. Damit könnt ihr die so richtig an eurem Ohr fixieren. Das ist fürs Training, finde ich, sehr gut, weil ich auch öfter so funktionellere Sachen mache. Zum Beispiel Burpees oder Mountain Climbers oder selbst bei Lunges. Manchmal halten so normale Over-Ear-Kopfhörer da nicht so optimal, finde ich. Oder man hat das Gefühl, die rutschen gleich runter. Und diese hier sitzen wirklich sehr fest. Die haben auch eine Noise-Canceling-Funktion. Das heißt, ihr hört nicht das gesamte Gym oder die ganzen Gewichte, die ihr auf dem Boden schleppt. Sondern ihr könnt euch komplett auf euer Training fokussieren. Der Sound ist richtig nice, der Bass ist sehr gut. Ja, ich bin kein Musikexperte, deswegen kann ich das nicht genauer erklären. Ich habe sie auch schon beim Laufen getragen und das war auch sehr angenehm, weil es super leicht war. Man hatte nicht so viel am Ohr. Die sind nicht verrutscht, aber ich war im Park. Also mit dem Noise Cancelling müsst ihr da natürlich immer aufpassen. Die packe ich, wie gesagt, auch ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal los. Ab geht's ins Gym. We go. Gym. Wir sind jetzt im Gym angekommen. Richtig gut. Madeline trainiert heute auch Rücken, oder? Ja, ich versuche es leicht zu machen, weil ich habe gestern schon Rücken trainiert, aber zweimal hintereinander. Nee, ich habe schon so lange keinen Oberkörper mehr im Gym trainiert. Deswegen muss ich da auf jeden Fall wieder ran. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in unseren Fokusmodus und legen los. Wir sind
mit dem Training. Und haben Hunger. Hunger, sehr doll sogar. Also ihr müsst wissen, so ein Training, wenn man das filmt, das dauert irgendwie dreimal so lange. So habt ihr mal ein paar Einblicke gesehen und es kommt noch ein schönes Reel online von Madeline auch. Und jetzt sind wir hier im Café, das heißt Le Juice. Das haben Madeline und ich sogar schon mal ausprobiert, als es gerade neu war. Und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr bestellt. Einmal den Chia Pudding. Ich wusste gar nicht, dass es so nice Sachen hier gibt. Hier gibt es so Acai Bowls, Protein Pancakes, Protein Shakes alleine. Wir zeigen euch das gleich nochmal, wenn alles da ist. Ja. Beige Karotte, da hört schon bei mir auf. Ich glaube, war Ingwer nicht auch noch drin? Kann sein, auf jeden Fall soll das eine Eisenbombe sein. Das ist gut für uns Mädels, ne? Gerade ich esse auch kein Fleisch, deswegen ist es bei mir sowieso ganz wichtig. Sophie hat es empfohlen, deswegen habe ich es bestellt. Ich glaube, das hatte ich sogar in dem Video, als wir das probiert haben. Ja, das Ding ist, ich mochte früher gar keine rote Beete und jetzt finde ich es geil und bestelle mir das sogar freiwillig. Genau, wie Oliven. Die Schmecken ändern sich. Wir werden erwachsen. Wir werden erwachsen, wenn du weißt, du magst. Ja, ist so. Das ist so ein richtiges Erwachsenen-Ding, genau so ein Kaffee. Kaffee ist so, da weiß man, okay, man wird älter. Okay, jetzt bin ich noch gar nicht alt. Du bist noch jung geblieben. Aber manchmal trinkst du jetzt ja Kaffee. Also ich trinke eigentlich fast nie Kaffee, außer Eiskaffee, vielleicht so zweimal im Jahr und Matcha. Aber sonst, Chai Latte finde ich auch ganz nice, aber Kaffee, da hat Sophie irgendwie noch nicht hinbekommen. Die Frage, die ich mir stelle, ist so, was machen denn Leute morgens, die keinen Kaffee trinken? Also, weil ich dachte letztens echt so, ich hatte sogar mit zwei Leuten so eine Diskussion darüber, was man dann morgens macht. Aber das waren auch Kaffeetrinker. Also machst du dir morgens einen Tee oder stehst du einfach auf? Ja, ich stehe auf, mache mir Frühstück, starte so in den Tag, ohne dass ich dafür ein Getränk mache. Aber ich nehme allgemein keinen Koffein zu mir, deswegen kann ich ganz normal den Tag starten. Und viele andere brauchen ja erstmal einen Kaffee, um überhaupt aufstehen zu können. Nein. Bei Sophia ist tatsächlich Krise, wenn der Kaffee mal leer ist. Bei mir wäre das gar kein Problem. Ich bin gerne addicted zu Kaffee und Matcha. Unser Essen ist da und wir teilen uns ja alles. Wir haben einmal die Acai Bowl und die Chia Bowl zu teilen. Und die sieht auf jeden Fall mega gut aus. Deswegen werden wir es jetzt mal testen hier. Cremig ist auch. Ist einfach so richtig fruchtig, kalt, aber irgendwie gerade nice. Der Chia Pudding, hier ist auch noch so eine Kokosnussschicht drauf, finde ich super. Den Chia Pudding hatte ich sogar schon mal. Und da fand ich den schon mega lecker. Aber ja, mit Bali kann man das nicht vergleichen. Aber der ist schon wirklich sehr lecker hier, finde ich. Matcha habe ich auch noch bestellt. Hier sieht auch super schön aus. Ich bin wieder zurück aus dem Café und ich dachte, ich gehe mal auf meine Fitnessroutine ein, weil sich das viele gewünscht haben, beziehungsweise bekomme ich immer wieder Fragen dazu, wie mein aktuelles Training aussieht. Und ich, ja, muss sagen, es sieht aktuell ziemlich flexibel aus und es hat sich so ein bisschen was verändert. Und zwar laufe ich jetzt mehr. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Also ich bin gerade wieder voll im Laufgame drin. Ihr wisst, ich liebe es, bei gutem Wetter joggen zu gehen. Und ich habe jetzt das erste Mal auch in richtig gute Laufschuhe investiert, beziehungsweise mir überhaupt mal Laufschuhe geholt, weil ich bin vorher immer mit diesen Sport- und Freizeitschuhen gelaufen, wie man die so schön nennt. Also die sind dann so ein bisschen abgerundet und sehen sportlich aus, aber es sind eigentlich keine richtigen Laufschuhe. Ich habe mich da beraten lassen und muss sagen, es macht einen größeren Unterschied, als ich dachte. Ich war auch bei einem Lauf dabei, und zwar den Wings for Life Run. Da bin ich das erste Mal 15 Kilometer am Stück gelaufen und es hat mir echt Spaß gemacht, was ich niemals gedacht hätte. Also ich bin vorher höchstens 10 Kilometer, glaube ich, gelaufen. Inzwischen bin ich sogar einmal 21,1 Kilometer gelaufen, also einen Halbmarathon. Ich habe mich auch natürlich für einen Halbmarathon angemeldet, aber tatsächlich bin ich jetzt schon die Distanz gelaufen. Deswegen mal schauen, ob ich mir dann für den offiziellen Halbmarathon irgendwie sub 2, also unter 2 Stunden als Ziel setze, was so ein generelles Ziel irgendwie ist, was viele Läufe haben. Aber mal schauen. Vielleicht laufe ich den auch einfach nur so mit und schau mal, wie es läuft und wie das ganze Feeling so ist, denn bei diesen Wings for Life Run war dieses Feeling beim Laufen einfach so schön, weil einen alle angefeuert haben von außen und alle sind so miteinander gelaufen und es war irgendwie richtig cool. Und deswegen bin ich gerade so vom Laufen sehr fasziniert, weil ich da auch so gute Fortschritte gerade mache. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche das gerade so als Ausgleich, dass ich mal rauskomme an die frische Luft. Es ist natürlich nervig mit den Pollen schon wieder. Ich habe eine Pollenallergie und ich bin gegen Linda allergisch und Gräser. Aber ich finde es schön, diesen Ausgleich zu haben, wo ich nicht am Laptop
Laptop bin, wo ich mal meine Musik habe, laufe, irgendwie so den Kopf frei bekomme. Das ist so meditativ für mich. Deswegen macht mir Laufen gerade sehr viel Spaß. Ich glaube, ich komme so circa auf 3 Läufe die Woche, also so im Durchschnitt. Ich laufe jetzt aber auch erst wieder seit einem Monat so ungefähr. Trotzdem, auch schon davor, habe ich immer ziemlich viel Neues ausprobiert aktuell. Zum Beispiel bin ich verliebt in Cycling Classes. Ich habe ja auch welche in New York mitgemacht oder immer, wenn ich in Berlin war oder so, habe ich mich auch direkt beim Cycling angemeldet, weil ich das Feeling zum Beispiel auch sehr mag. Ist irgendwie voll konträr zu diesem Laufen an der frischen Luft, weil beim Indoor-Cycling bist du ja in einem Raum, dunkel, laute Musik und alle schwitzen zusammen. Aber das ist auch nice, wenn man einfach so zusammen sich pusht, über sein Limit geht. Und was ich auch aktuell sehr, sehr viel ausprobiere, sind so Bar-Classes, Pilates-Class, Reformer-Pilates. Vor allen Dingen, wenn ich so unterwegs bin und die Möglichkeit habe, neue Studios auszuprobieren, zum Beispiel in London oder auch mal in Berlin, da mache ich das super gerne. Wobei in Hamburg auch viele Studios sind, die ich gerne besuche. Also da spiele ich einfach immer so ein bisschen mit rum. Da habe ich jetzt auch keine feste Zahl, dass ich sage, okay, ich muss jetzt aber 2-mal pro Woche zum Cycling und aber noch 2-mal dann zum Bar. Also das mache ich dann, wie ich Lust drauf habe und vor allen Dingen auch, wie es gerade zeitlich bei mir aussieht, denn ich lebe aktuell wirklich am Laptop und arbeite an einem Projekt. Ich finde, Abwechslung beim Training ist auch so cool, auch wenn man damit nicht jetzt am optimalsten die Fortschritte erzielt oder in der kürzesten Zeit. Es geht ja auch um Spaß. Also wisst ihr, was ich meine? Dann kommen wir jetzt mal zum Krafttrainingspart. Und die, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich damals wirklich so 5-6 Mal pro Woche regelmäßig trainiert habe im Gym. Und zwar habe ich dann auch öfter mal mein Training in Rücken, Bizeps, Brust, Trizeps beziehungsweise Schulter habe ich, glaube ich, auch noch mit reingenommen und Unterkörper eingeteilt. Also sehr, sehr gesplittet, damit ich auch an aufeinanderfolgenden Tagen ins Gym gehen kann und dort Krafttraining machen kann, ohne dass ich jetzt aber meine Regeneration beeinflusse. Weil ihr könnt natürlich nicht jeden Tag einfach Po trainieren und davon ausgehen, dass ihr stärker werdet. Ihr braucht diese Regenerationsphasen, damit eure Muskeln wachsen können, damit ihr stärker werdet und sonst kommt ihr ins Übertraining. In die ganze Theorie wollen wir jetzt gar nicht so weit einsteigen, aber aktuell gehe ich mindestens 3-mal pro Woche ins Gym und zwar 2-mal zum Unterkörpertraining, also Beine und Po, und 1-mal zum Oberkörpertraining. Wenn es klappt, mache ich Core, also Bauch, die Körpermitte nochmal extra und mache das auch so ein bisschen mehr functional mit Mountain Climbers oder baue auch super gerne mal so ein Pilates Bauch Core Workout ein, weil Pilates auch super für eure Körpermitte ist. Macht auch sehr, sehr viel Spaß, aber da ist es, wie gesagt, so ein bisschen flexibel. Aber ich habe mir als Ziel gesetzt, mindestens 3-mal, auch wenn meine Woche super stressig ist, 3-mal kriege ich hin, das weiß ich, weil das habe ich schon immer irgendwie hinbekommen. Ja, eigentlich wissen wir alle, es sind die Prioritäten, die man setzt, und wenn man sich als Ziel setzt, 3-mal pro Woche ins Gym zu gehen, dann schafft man das auch irgendwie. Außer man denkt sich so, nee, ist doch nicht so wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kommen wir so im Groben auf 3 Krafttrainingseinheiten. Optimal wären natürlich 4 Krafttrainingseinheiten und aktuell auch so 3 Laufeinheiten pro Woche, aber es ist noch sehr im Fluss und wie gesagt, ich habe gerade auch so ein bisschen dieses generelle Zeitproblem. Aber ich finde diese Abwechslung auf jeden Fall sehr schön und bin auch super froh, dass ich jetzt gerade so in diesem Laufgame drin bin, weil meine Ausdauer sich schon so verbessert hat. Und ich kann es echt jedem mal empfehlen, sich ein bisschen rumzuprobieren. Sport ist ja zum Glück sehr vielseitig und ich finde, wenn man da auch mal ein bisschen rumprobiert, dann ist es auch echt cool, weil man dann auch vielleicht ein neues Hobby findet. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich zu meinem aktuellen Trainingsplan sagen kann und zu meiner aktuellen Fitnessroutine. Ich kann gerne, wenn ihr möchtet, euch mal so eine Woche lang komplett mein Training aufnehmen. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Damals hatte ich nur Training im Gym, aber dann seht ihr vielleicht noch ein bisschen mehr diese abwechslungsreiche Seite von meinem Training. Und wenn ihr wollt, kann ich auch mal in einem anderen Video auf meine Ernährung genauer eingehen. Wenn ihr jetzt so meine Trainingsroutine hört, ihr könnt euch gerne davon inspirieren lassen. Wie ich schon sage, probiert mal was Neues aus. Aber versucht niemals, einen Plan von jemand anderem zu kopieren. Oder seid enttäuscht, warum dieser Plan nicht die gleichen Ergebnisse erzielt wie bei der anderen Person. Wir sind alle individuell und euer Trainingsplan muss zu euch passen, zu eurem Ziel passen. Ich höre jetzt aber auf, über mein Training zu reden, denn ich wollte noch mit euch meine neue Bestellung anschauen. Ich habe nämlich bei Zara bestellt und ich habe wirklich einiges diesmal bestellt. Herzlich willkommen in meinem Wohn-Arbeitszimmer-im Umzugschaos. Ihr wisst es ja, ich habe es ja schon angekündigt, dass noch Umzugskartons hier rumstehen und ich kriege es einfach gerade nicht hin, das irgendwie schöner zu machen für euch. Aber ich wollte euch trotzdem noch ganz gerne zeigen, welches Paket mich heute erreicht hat, nämlich von meiner guten Freundin Zara.
Zara. Ich habe bei Zara bestellt und ich zeige euch mal, was ich mir alles geholt habe. Das hier ist sogar ein neues Paket. Ich gebe zu, ich bin gerade so ein bisschen in Shopping-Laune. Ich habe nämlich gerade das Bedürfnis, meinen gesamten Kleiderschrank umzukrempeln. Ich glaube, man hat das manchmal, dass man so eine neue Ästhetik findet oder dass man irgendwie denkt, so ja, ein paar Outfits in diesem Stil wäre ganz nice. Und wenn ich gerade schon so viel shoppe, dann kann ich euch das jedenfalls zeigen, damit ihr auch ein paar coole Sommer-Outfits findet. In diesem Paket befinden sich Schuhe. Ich habe mir drei Paar Schuhe bestellt und ich fand sie alle super, aber keiner hat davon gepasst, weil ich habe so eine Zwischengröße. Ich habe 41,5 und manchmal passt mir 41. Warte, eigentlich hatte ich nicht mal 40,5, fällt mir gerade ein. Jetzt muss ich 42 bestellen. Ich habe einmal Schuhe in beige bestellt. Die sehen so aus. Ist auf jeden Fall cute. Ich glaube, ich habe die in beige bestellt, weil es die in schwarz nicht mehr gab. Oh ja, oh ja. Diese Schuhe sehen crazy aus. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass die ein bisschen dunkler sind. So machen wir dunkelrot. Ich sag ja, ihr hättet diese Schuhe nicht bei mir erwartet. Vor allen Dingen auch in meinem aktuellen Sportoutfit schon wieder. Dann habe ich mir noch solche Latschen bestellt. Ich mag auch diesen Braunton total. Das hier ist jetzt das erste Oberteil, was ich super süß finde. Und zwar ist das eigentlich so eine Bluse aus so einem seidigen Stoff. Ich muss noch ein bisschen schauen, was ich dann immer drunter ziehe. Obwohl das hier sieht eigentlich auch ganz cute aus, finde ich. Ist so sportlich und dann cute gemischt. Und ich habe jetzt auch ein paar der Schuhe an. Ich muss sagen, es ist tatsächlich schon wieder ein bisschen groß. Wie ihr seht, bin ich wieder in einem anderen Outfit. Ich konnte euch jetzt nicht alles zeigen aus meiner Bestellung. Aber ich muss das wirklich auf nächste Woche verschieben, weil das jetzt ein bisschen knapp wird. Ich wollte nämlich auf jeden Fall noch eine kurze Runde laufen gehen, ein bisschen an die frische Luft, weil ich morgen nach Wien fliege für einen 5-Kilometer-Lauf. Der ist am Sonntag. Und deswegen wollte ich heute noch mal ein bisschen laufen, damit ich dann auch noch Regenerationszeit habe oder auf jeden Fall auch genug Energie habe die nächsten Tage. Deswegen werden wir das jetzt einmal machen. Let's go! Ich bin back vom Joggen. Ich bin jetzt 6 Kilometer gelaufen. Meine Average Heart Rate ist 158. Pace war bei 6,04. Ich wäre gerne eigentlich noch ein bisschen langsamer gelaufen. Aber ich konnte einfach nicht, weil ich auch die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, dass ich noch meinen Koffer packen muss. Ich werde jetzt erstmal was essen, dann mich kurz duschen und dann packen wir meinen Koffer. Leute, das hier ist jetzt mein Essen. Ich hatte gestern Curry gemacht. Da habe ich noch was über, deswegen gibt es Curry mit Reis. Und hier habe ich auch noch Elektrolyte drin. Ich habe jetzt mein Curry aufgegessen. Ich dachte, ich gebe euch noch einen kurzen Einblick in mein Dessert. Und das esse ich aktuell wirklich so oft. Also immer, wenn ich Reis da habe, esse ich das noch. Und zwar ist es einfach Reis mit Hafermilch und Proteinpulver in weißer Schokolade-Flavor und Chiasamen. Manchmal mache ich da auch noch ein bisschen Obst oben drauf, aber jetzt habe ich irgendwie keine Lust drauf, noch extra was zu schneiden und so. Hier bin ich wieder, Leute. Es ist einfach 2.30 Uhr. Ich habe jetzt ganz schnell schon ein paar Sachen in meinen Koffer geschmissen. Schmeiß da gleich den Rest rein, aber ihr seht das Lauf-Event eh in einem anderen Vlog. Ich glaube, das Interessanteste habt ihr schon gesehen, nämlich so meine Skincare Routine. Das habe ich alles reingepackt und mein Make-up, das kommt eh erst morgen früh rein. Und zwar ist hier erstmal die sportliche Seite. Hier habe ich die Sportoutfits drin, die ich bekommen habe und dann einmal die Schuhe. Dann ist hier noch ein Stativ drin. Das ist tatsächlich das von Deborah, das hat sie vergessen. Ich habe schon ein Parfum reingeschmissen, noch ein Gym-Outfit. Hier ist schon ein bisschen Duschzeug drin, das packe ich immer in extra Tüte. Sehr wichtig, ein AirTag, Leute. Ich habe mich so gefreut in Thailand, als unsere Koffer weg waren und mein AirTag da drin war. Alles andere bereite ich schon so weit vor, dass ich das morgen nur noch benutzen kann und dann hier reinschmeiße. Und es kommt noch ein Day-Outfit rein und ein Dinner-Outfit. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Dann kriegt ihr auch direkt mit, wenn ich meine nächsten Videos poste. Schaut gerne auch noch in die Videobeschreibung für den Link für die Kopfhörer, falls euch die interessiert haben. Da könnt ihr die dann direkt shoppen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!